ich weiß nicht, was jetzt los ist, aber irgendwie habe ich mich gerade gelatzt. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar bin ich hier gerade mit meiner geliebten Suzuki in der Schweiz. Ich hatte meinen ersten richtigen Unfall. Mein Bike hat ja die letzten Tage schon so rumgespinnt und hat immer wieder rumgemuckt und ich habe mich ja sogar mit Lastwagen hochtransportieren lassen in die Schweiz und dachte mir, komm, gebe ich noch einmal Gas und schaue, ob das Bike anspringt. Und dann ist es angesprungen und ich bin auf die Autobahn gefahren. Erst lief auch alles gut und dann fing die an zu ruckeln, fing an zu meckern. Ich bin abgebremst auf 40 und dann gab es dann auch einen Knall und die Maschine ist abgekühlt und da lag ich auch schon. Also der Regen und dieser Ruck hat es irgendwie, ich weiß nicht, ich kann nicht mal mehr Worte finden. Ich bin einfach nur mega traurig gerade. Ich habe den ADAC gerufen und wie es aussieht, wird das Bike jetzt verschrottet. Und ich glaube, man kann sich das nicht richtig vorstellen, aber wenn man all die Dinge mit seinem Bike so erlebt hat, wie krass die, also, oh, holy shit, Leute, ich breche an dieser Stelle ab. Ich glaube, ich muss erstmal heulen. So, ich weiß nicht, was jetzt los ist, aber irgendwie habe ich mich gerade gelatzt. Also mein Motorrad ist einfach mitten beim Fahren ausgegangen. Es hat sich vorher schon so sehr ungesund angehört, sag ich mal. Naja, und dann bin ich einfach ausgerutscht. Und jetzt springt es immer wieder nicht an, aber jetzt ist es zu gefährlich. Ja gut, so steht mein schönes altes Bike jetzt auf dem Abschleppwagen und ich kann meine Sachen packen. Nice. Nice. So, da ich den Unfall jetzt nicht gleich gemeldet habe, schleppt der ADAC mich jetzt nicht nach Deutschland ab. Echt, check. Proud of you. Das bedeutet, ich chill jetzt hier in der Schweiz und kriege keine Hilfe mit meinem Schrottenbike. So, da werde ich jetzt hier im kommenden Dunkeln alleine stehen gelassen. Läuft. Und was jetzt? So, der nächste Morgen ist angebrochen. Ich war gestern Abend einfach nur noch durch. Es hat geschüttet, es hat geregnet. Ich war alleine auf der Straße. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Die Versicherung, die Polizei hat mich echt hardcore im Stich gelassen. Und ein Restaurant hat das dann gesehen, als ich vor der Tür mehr oder weniger obdachlos gechillt habe und versucht habe, irgendwie WLAN zu schnurren, um irgendwie Leute anzurufen, zu schauen, wie ich hier klarkomme. Und unfassbar lieb, die haben mir umsonst Essen gegeben, mich da schlafen lassen, versucht Druck bei der Polizei und dem ADAC zu machen. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut die Menschen sind, wie Menschen immer wieder versuchen zu helfen. Leider hat das Ganze nichts gebracht, aber ich habe wieder neuen Mut geschnurrt und bin ganz optimistisch, gehe jetzt in den Tag rein und schaue, wie das Ganze hier weitergeht, wie ich mein Bike über die Grenze bekomme. So, jetzt stehe ich hier weiterhin mit meinen 7 Sachen und dem Schrottenbike. ja, gut. Was ich dazu sagen, ne? So, manchmal weiß ich echt nicht, was ich ohne Instagram machen würde, wie oft mich das auf meiner Reise schon gerettet hat. Eine Person aus der Schweiz hat mich angeschrieben und meint, hey, ich kann dich rüberbringen nach Deutschland. Ich bin einfach nur gerührt. Ich habe mein Bike jetzt hier im Transporter stehen und kann erstmal nach Deutschland rüber und schauen, wie ich von da weiterfahre, also beziehungsweise weiter verfahre. Fahren ist vielleicht eher schieben. Also deswegen einfach nur ein ganz fettes Dank auch an alle, die irgendwie gesagt haben, ey, ich kann dir helfen, ich kann dich unterstützen. Ich weiß gar nicht, was ich an der Stelle sagen soll. Ich bin einfach nur dankbar. So, ich bin jetzt hier mit etlichen LKWs hochgefahren, habe jetzt mein Bike in dem Auto da vorne stehen. Jetzt wird es hier umgeladen und dann geht's weiter Richtung Norden. Wuhu! So, das Bike ist jetzt umgeladen. Vor allen Dingen umgeladen. Ausgeladen. Aua! So, und das wird jetzt da reingeschoben. Und dann, Leute, komme ich hoffentlich irgendwann mal an.
So, mein Bike ist jetzt hier gut eingeladen. Es sieht einfach aus wie scheiße alles hier hinten, aber wenigstens ist jetzt alles mit. Der Umpi strengt sich ganz schön die Straßen hier an, der quält sich richtig hoch. Wir bringen das Bike jetzt nach Bad Hersfeld und am 28. erfahrt ihr mehr, was in Bad Hersfeld so abgeht und wie die Reise weitergeht. Ich würde sagen, ich beende das Video jetzt damit, weil es ist ein gutes Ende. Ich komme gut nach Hause, alles läuft und wie die Reise weitergeht, zeige ich euch dann später. Tschüssi!